Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch live von Prince and the Revolution. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, so natürlich auch die Links zum Album und zu dieser Edition, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Live von Prince and the Revolution, das Ganze am 3. Juni erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Release aus dem Bereich Pop. Jawohl, das Ganze ist schon sehr, sehr alt, nämlich ursprünglich aus dem Jahr 1985, entstanden damals während der Purple Rain Tour von Prince, wo er mit seiner Band The Revolution unterwegs war. Und jetzt am 3. Juni gab es dann ein Re-Release, überarbeitet, neu aufgelegt. Und das kommt hier in so einer Deluxe Edition. Hier oben haben wir einmal den goldenen Schriftzug, der auch hier entsprechend glänzt. Prince and the Revolution. Hier unten dann etwas kleiner der Schriftzug Live. Und dann haben wir hier sie abgebildet. Also einmal hier den Frontmann Prince und dann hier seine Bandmitglieder. Seitlich auch nochmal bedruckt. Und auf der Rückseite lesen wir, was uns erwartet. Also in dieser Edition haben wir zwei CDs und eine Blu-ray. Auf den CDs haben wir 14 plus 6 Tracks, also 20. Und per Video, also auf der Blu-ray, sind dann auch nochmal 20 Tracks. Und wir sehen hier, das Ganze geht über 116 Minuten, also knappe 2 Stunden. Hier dann noch die Infos. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Hier ist das Ganze auch nochmal bedruckt. So, hier ist Prince in verschiedenen Varianten zu sehen. Und von innen geht es dann hier so weiter. Er und seine Bandmitglieder hier abgelichtet. Und hinter jedem dieser 4 Ebenen verbirgt sich jetzt eben ein Inhalt. Wir starten hier mal links rauszuziehen. Das dürfte das Booklet sein. Dann haben wir hier eins weiter. Hier steht 1, also ich gehe davon aus, CD Nummer 1. Dann haben wir CD Nummer 2 und ganz rechts dürfte sich dann die Blu-ray befinden. Passt auch, denn wir haben hier noch so einen FSK-Hinweis. So, jetzt haben wir das Ganze leer gemacht, klappen wir zusammen und legen es zur Seite. Das und das auch. Und dann würde ich sagen, starten wir als allererstes mal wie immer mit dem Booklet. Das sieht so aus. Prince oben ohne. Dann haben wir hier, das wollte ich schon sagen, die Lyrics. Nein, es wird uns hier nochmal kurz erklärt, was wir hier haben. Also, dass das Ganze eben aus dem Jahr 1985 ist. Dieses Live-Konzert hier aufgenommen. Ich glaube, das war damals in New York. Fotos. Und dann haben wir hier eine kurze Einleitung. Also hier stellt sich quasi der Künstler bei uns vor. Fotos und weitere Infos. Bilder. So, hier geht es dann los mit der Übersicht. Also wir haben hier die 20 Tracks mit den Infos, wer das Ganze komponiert hat. In den meisten Fällen natürlich der Meister persönlich. Blu-ray auch angegeben. Dann die einzelnen Bandmitglieder einmal im Porträt und weitere Infos, Credits, Bilder von ihm und The Revolution, Fotos vom Live-Auftritt, ein Zitat, weitere Bilder und zu guter Letzt dann hier nochmal ausführlich die Credits. Jawohl. Gut, das war's mit dem Booklet. Dann kommen wir zum Album an sich, in diesem Fall zu CD Nummer 1. Die kommt hier in einer Papphülle, einer gestärkten Papphülle. So, wir haben hier 14 Tracks auf CD Nummer 1. So sieht das aus. Das ist dann die CD. Auch hier auf der CD nochmal beschriftet. Die Tracklist abgedruckt.
Dann CD Nummer 2, das ist die hier. Also das Ganze hier römisch durchnummeriert, aber auf der Rückseite auch nochmal mit einem Zweier. Die 6 Tracks hier mit drauf. Ja, wobei man eben sagen muss, dass das hier speziell ist, weil allein wenn man sich hier Track 3, 5 und 6 anschaut, also 9 Minuten, 11 Minuten und 19 Minuten, das sind auf jeden Fall Ansagen, was die Länge betrifft. So, dann CD Nummer 2 sieht so aus. Und dann kommen wir noch zu Nummer 3. Wie gesagt, FSK. Zettelchen ist hier dabei. Und dann haben wir hier die Blu-ray, die hier unter Römisch 3 kommt. 20 Anspielstationen, knappe 2 Stunden. Und hier haben wir das Ganze. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Edition befindet. Einmal die Blu-ray zum Konzert, dann die beiden CDs. Einmal zweimal und das zugehörige Booklet. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Edition. Live von Prince and the Revolution. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Edition? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Prince and the Revolution unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.